So. Sind wir wieder hier und tauchen mal ein. Gehen wir da links, ne? Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. Hier haben wir nichts Neues, ne, oder? Nee, nee. Tschüss. Goodbye, Nurse Hawkins. So, wie war doch jemand, den wir noch gar nicht. Was war das? Nichts. Hier, ihn hier. Good Wer evening, bist du sir. Denn? I'm Dr. Reed. I believe we're going to be colleagues. Reed, yes, I've been informed about your arrival. I'm Waverly Ackroyd. Welcome aboard, I suppose. Does my arrival inconvenience you in some way, Dr. Ackroyd? Let us just say that I don't particularly share Dr. Swansea's enthusiasm for hiring you. What we need here are reliable professionals, not overrated dabblers. Wow. Okay. Vielleicht sauge ich dich mal aus. If you have a problem with me, Dr. Ackroyd, please feel free to tell me. Dr. Swansea has imposed your presence on this hospital without asking anyone's advice. The benefit of his position. But I don't agree with it. I know we've never met before, but I believe this hospital could use all the help it can get. You will agree with that, I'm sure. Oh, but I have heard about you, Dr. Reed. Of course, you can't say the same about me. Since I have not wasted my time courting the press. There is no need for such animosity between us. Don't you think the epidemic is already enough to deal with? That is one point we could agree on. And that is precisely why I want to be sure that you will be of help to this hospital instead of a burden. Hab schon einen Garten aufgeräumt. Since your tenure in this hospital is longer than mine, perhaps you can tell me more about this place. Let's just say I'm tired of the carelessness around me. I have always respected the skills of Dr. Swansea, but over time his enthusiasm has become displaced. Carelessness? Exactly what are you talking about? We're here to save lives. The people who trust us are not volunteering for experimentation. They're here to be healed. I don't intend to run any radical experiments, Doctor. Even if I, as any good practitioner should, express an interest in pushing the boundaries of medical research. Modern medical methods were created through audacity and ego. But there are rules in our line of work, and they're here to protect our patients. Ja, okay. Was haben wir jetzt? Waverly hält nichts von den modernen Methoden. Ja. Persönliche Frage. Oh, I don't know what you've heard about me, but I have already proved my value as a practitioner. I don't question your skills, Dr. Reed, but your motive. Is it money, fame, or are you truly dedicated? And what exactly is that supposed to mean? I served in the war just like you. But unlike you, I did not use the wounded to play the modern sorcerer. Be careful what you insinuate, Dr. Ackroyd. I only want you to admit you used those men to improve your theories. Knowledge has always been and will remain our main weapon. And it has always come at a price. And personal initiative. It is not a question of initiative, it is a question of integrity. These men and women have put their faith in us, Dr. Reed. Das stimmt schon, ne? It seems you have bad memories of your military service. I refuse to see this industrial slaughter as scientific progress. War only reveals the worst in men. We can at least agree on something, Dr. Ackroyd. Vier. Kann ich noch nicht. Gut, Thank ja. you for your time. We'll talk later. Das war's dann auch schon. Wer sind Sie? What can I do for you, Doctor? Oh, hier habe ich gar nicht wiedererkannt. Thank you, Nurse Crane. Aber ich kann ja einmal kurz. What can I do?
Mal schnell durch. And Mr. Hampton, the patient we brought in. I gave him a sedative. Wo ist mein... Achso. Thank you, nurse. Die hat schon alles durch. Wo ist dies? How long must I wait, Danny? Sieht doch tüchtig aus. Traue ich mir erstmal. How long is it going to take to fix me properly? A month? A year? You have the right to... Oh Gott, hier sitzen auch noch zwei. Ei. Hilfe! What can I do for you? Nein, nicht du! Thank you, Nurse Craig. Ich stand da vor dem anderen da, den. Ihr FF. Good evening, Doctor. I believe we're going to be working together. Dr. Reed. Dr. Swansea informed us of your arrival, but I could not dare to believe we'd have such good fortune. Such an honor, sir. Thank you. And you are? I am Thoreau Strickland. Dr. Thoreau Strickland. I'm a great admirer of your work, Dr. Reed. Ja, wie ist denn so ihr Leben in London? Please, could you tell me something about yourself? I'm a great admirer of your work concerning blood transfusion, Dr. Reed. I run my own experiments. I'm convinced it's the future. What made you choose to be a doctor? I'm not ashamed to admit you and your work have inspired me. I am honored to have the opportunity to work by your side. Oh yeah. Die Arbeit ist auslaugend. Schmeichel einbringt. Ich helfe ihnen gerne. It's always a pleasure to share scientific and medical knowledge with someone eager to learn. I'll be glad to help you if I can. This epidemic may be the century's most terrible disaster, but I'm convinced that we, as doctors, are the only ones able to defeat it. I based my technique on my mentor's research. He helped me perfect my method. What is yours? I'd rather not talk about it. For now, it's just theories and first approach. Oh, yeah. My process is purely experimental and unsuccessful. As long as you're cautious and methodical, you may remain empty-handed, but you won't fail. You're not the first one to warn me, but I am convinced knowledge is the main weapon against the ravages of this epidemic. Genau, das habe ich eben auch gesagt. Bluttransfusionen waren bisher ohne Erfolg. Ach, ich möchte gar nicht wissen, was er macht. What do you think of Dr. Aykroyd's aversion to modern medical methods? It's a shame he's so narrow-minded. Dr. Swansea taught me that science is about exploring uncharted territory. I'm convinced that's true. With the influenza and all that's going on, you should put your differences aside, don't you think? Why is it so difficult to work together? I believe that if Dr. Aykroyd had been the one to discover the transfusion process, he would be the first to recommend its use. So you believe it's just a question of jealousy and pride? Dr. Aykroyd is as proud as he is blinded by his obsolete concept of medical science. Okay. What can you tell me about the Pembroke? Well, it has always been an honor to work with Dr. Swansea. With your arrival, I can't think of a better opportunity to learn about blood transfusion. Do you need help with anything in particular? Well, yes, maybe. I'm waiting for a batch of products I ordered for my personal research, yet my supplier seems to have vanished. Do you want me to play the errand boy for you? Oh no, Dr. Reed. But if you went personally to his shop, what with your reputation and all, he wouldn't dare to refuse the products I need. I see. Well, give me the address, for I may pass by if I have time. You seem quite optimistic. It's a rare and precious attitude in these difficult times. I'm convinced that this epidemic is a test of endurance and dedication for us men of science. Questions remain about our capacity to resolve the situation. True. Last summer, during the first wave of the epidemic, I used to joke with Milton about the extra work. We're not smiling now. So ist das wohl immer. Persönliche Fragen. Tell me more about your willingness to experiment with new medical techniques. Harvey Fiddick is a patient suffering from a severe injury that could cripple him if not treated correctly. I'm convinced your blood transfusion technique could help him. What is it you really want?
To save him, or to prove your point? Fair question. I want nothing but to save my patient, Dr. Reed. Especially since I know Mr. Fiddick's story. Tell me Mr. Fiddick's story. Our first diagnosis was compromised because Mr. Fiddick lied to us about the real origin of his injury. He first claimed it was an accident. But why would he hide such crucial information from us? Because he is a proud father, ashamed of putting his children at risk because of his own negligence. Harvey Fiddick, habe ich den schon gesehen? This personal involvement could also appear to be a lack of impartiality. You must know that a good surgeon must remain neutral. I agree. But that does not excuse Dr. Aykroyd's behavior, a man who did not even take time to converse with his patient. Do you think keeping his distance was a mistake? All I know is that I'm taking care of human beings with desires, hopes, and fears. Not some biological machine comprised of blood, bones, and flesh. Okay. Goodbye, Dr. Strickland. Dr. Strickland. Ach, da sitzt er. Ist das immer noch die? Alle, ja gut, dann bist du der Nächste. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. May I help you? I don't know if a third opinion is needed. Your colleagues are already arguing about my condition. I see. Would you mind telling me more about your situation? I'm Harvey Fiddick. All I want is to get me bloody arm fixed properly. Tell me about yourself, Mr. Fiddick. I'm just a regular guy waiting to get his arm fixed, so I can return to work and to my family. I was more curious about what you were doing before being hospitalized. I'm a carpenter, and a good one too. But that means I need both arms to feed my family, Dr. Reed. Oh, den kann ich. Tell me about the doctors who are arguing about your case. Strickland and Aykroyd. They both want the best for me, but there's a lot of pride there. Doctors are no different from carpenters, it seems. What do you mean? I often had professional arguments with rivals on a building site. Difference is, I disagreed about wooden nails, not flesh and bones. Are you satisfied with your treatment here? Well, it's clear that I've chosen a bad time to be injured. Forgive my bluntness, but you seem overwhelmed by cases of the flu. I won't lie to you about it. I'm afraid we are. Are you sure you don't want to operate yourself, Dr. Reed? I have the feeling you're very capable. And your colleagues seem to think so too. In other circumstances, you would be right. But for now, I don't think I can take on the responsibility. My apologies. Tell me about your injury, Harvey. Why do you feel so guilty about it? My wife died because of me. And now I may lose everything because I've been careless enough to hurt myself. What an arsehole. Na na. You can't hold yourself responsible for your injury, Mr. Fiddick. Unless you tried to hurt yourself. Of course I didn't hurt myself. But I can't work until my arm is fixed. My children need to eat, Doctor. How could your job be responsible for your wife's death? I was working a double. She went out to bring me a hot meal and got caught in a German bomb raid. Tell me more about the death of your wife, Harvey. 1915. I was in the army, building workshops for the Royal Flying Corps. Helen was happy I wasn't sent to the front. What happened? The Germans sent Zeppelins to bomb the construction site, but they missed their target. My wife was bringing my dinner when the bombs fell. I'm sorry for your loss. So many died during the bombings. I served in France and witnessed the carnage there. I would like to say that she didn't suffer. Truth is, I have no idea. I just know that I'm all that my kids have. Poor little bleeders. How are your children? After losing their mother. They were smaller then. The only good thing about this is my Ellen didn't bring them with her that night. Ja, wenn ich denen also aussage, dann sind die Kinder
ganz kaputt. Harry macht sich selbst für die Verletzung verantwortlich. Gut. Goodbye for now, Mr. Fiddick. I'll see you later. So. Nächster. Was macht sie da? Ja, was denn? Doktor, Doktor, ich rede erstmal mit der Frau. Good evening, madam. Can I help you? It's my son who needs you, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. How can I help your son? I'm Beatrice Goswick, mother of Mortimer Goswick. Could you check on him, please, Dr. Reed? I've heard much of your talents as a physician. Oh. What can you tell me about yourself, Mrs. Goswick? Not much to say. Just take care of my Mortimer and I'll cover all the expenses. That's all that matters. May I ask if you have an occupation, Mrs. Goswick? I'm a teacher by profession. I teach young women who are more ambitious about their futures than their families. Die hat A4. Are you really that rich? Most of the patients here are of a more humble origin, if I may say so. Yes, thanks to my husband. May he rest in peace. I can cover any needed medical expenses. What do you think of your reception here? Any complaints? I have had the uttermost reservations about this hospital since we arrived. But we had no other choice, considering the state of emergency. Is there something in particular that's bothering you? Some of the staff were not especially welcoming. I suspect they're not accustomed to dealing with patients of such social standing. Tell me more about your arrival at the Pembroke Hospital. What gave you such a bad first impression? The ambulance driver was quite rude, for a start. And that nurse, Miss Hawkins, seems to have quite a dubious attitude. What do you mean? She managed to secure a bed for my son despite the epidemic. It was a relief, but it wasn't cheap. Ah, sie macht da mit. Oh, ich war schon direkt da. Die macht da mit. She charged you for a bed. Yes, and I paid without question, considering the urgency of the situation. I share your concern, Mrs. Goswick. Be sure that I'll talk to the people involved. I don't expect compensation, Dr. Reed. But I'm aware such behavior would not be tolerated in other hospitals. Uiuiui. Oh, da hat sie gar nichts. Goodbye, Mrs. Goswick. Doctor, I'm so tired. Good evening. I'm Dr. Reed. Can I help at all? No. Really? Why are you here, then? I don't want to talk. My throat hurts too much. I suppose that this pain is the reason you're here. Is someone taking care of you? Yes. And no. Could you at least tell me your name, sir? Mortimer. Mortimer Goswick. Was hat er denn? How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful, I'd rather not talk at all, Doctor. I'll let you get some rest, then. Waste your time with me. Good evening, Mr. Goswick. I'm okay. I'm okay. Why did your mother have you hospitalized here? She seems convinced this is a bad hospital. My mother just wants the best for me. She won't rest while I'm here. She'd go all the way to hell and back to help me. Is your mother bothering you? As your doctor, I can ask her to leave you alone if you would prefer. That's tempting, Doctor. But you have no idea what my mother is capable of. She would tie herself to my bed if you asked her to leave. Pembroke Hospital may look unorthodox, but rest assured, you're in good hands here. It's not me you have to convince, Dr. Reed. It's my mother. Tell me about yourself, Mr. Goswick. I don't want to talk, Doctor.
Okay, er will gar nicht reden. Okay, wie kann ich das machen? I have to go. Das habe ich hier noch gar nicht gemacht bei der. Hier, guck mal, jetzt mal zum Beispiel zu ihr. Good evening, Doctor. Medizinische Untersuchung gesund. Zurück. Persönliche Fragen. Hat nichts ergeben. Goodbye. Okay. Tja, muss ich zu einer Werkbank, ne? Halt der Schöpfung. Wahrscheinlich gibt es sie in meinem Zimmer. Aber da kann ich noch nicht hin. Hier gibt es so viel zu tun. Ach, guck mal, hier ist ein. Rippe ist. Kameras ist voll. Ja, gut. Hier hinten raus muss ich ja jetzt nicht unbedingt. Hier ist noch ein Ausgang. War ich aber auch schon. Gut, ich glaube, ich kann mal hochgehen. Gleich. Guck mal da. Kleines Fläschchen. It's locked. It's locked. Yes, it's locked. Ich glaube, hier war ich auch schon. Dann sprinten wir einmal hier hoch, falls das möglich ist. Oh Gott. Erster Stock. Empfangshalle. Nichts von Wichtigkeit, glaube ich. Geschlossen. It's yes, locked, all right. Das ist gut. Not now. Ja gut, ist. Not now. Genutzte Säge, Details. Ah, und Schaden. Stimmt, wie sieht das eigentlich aus mit dem Schaden hier? Geschwindigkeit 15. Kann ich das ausrüsten? Hier. Trägt man die abgenutzte Säge für. Knüppel will ich nicht. So, F. Patient Thomas Elwood, männlich 28, behandelt von Dr. Tippett, Zustand genesend, Datum Einlieferung 16. September, Datum der Entlassung noch offen. Anmerkung: Das Gesicht des Patienten ist durch einen Bombentreffer im Krieg stark verbrannt und entstellt. Selbst unter dem Einfluss stärkster Beruhigungsmittel verursachen ihm die Wunden laut eigenen Angaben regelmäßig starke Schmerzen. Es sei, als ob die Flammen noch immer unter der Haut brennen, sagt er. Untersuchungen des Narbengewebes geben keinerlei Aufschluss auf Entzündungen, Infektionen oder Schwellungen. Die Namen sind in Ordnung. Könnte es ein Fall fortdauernder Nervenschädigung sein? Der Patient gibt sich unentwegt selbst die Schuld an seiner Einstellung. Leidet er vielleicht am Überlebensschuldsyndrom, an Phantomschmerzen, der sich Bestrafung dafür manifestiert, dass er nicht gemeinsam mit dem Kameraden den Tod gefunden hat? Das wäre natürlich ärgerlich. Der Hinweis ist... Ach, die finden sich immer alle sehr... Was war denn das eigentlich? Ah, er ist erschöpft. Ah, das sehe ich da. Ach, wie schön. Was sehe ich denn noch hier auch? Naja. Sie war doch auch erschöpft, oder? Naja.
Oh. Flasche billiger Gin. Schön. Schön hier im... It's locked. Krankenhaus, Schrank. Verborgen, das könnte meins sein. Ja. This must be the place. It's definitely away from prying eyes. Relegated to the shadows. A kingdom of my own. At least I won't be sleeping in a coffin. Das wäre noch schöner. Was ist das? Werte Jonathan, Schwester Dorothy hat auf meine Weisung hin ein Büro für Sie im ersten Stock eingerichtet. Bitte entschuldigen Sie das dürftige Ausstattung. Doch das Pembroke Hospital ist keineswegs das Ritz. Es tut mir auch leid, dass Sie das Büro alleine suchen müssen. Ich muss noch etwas schlafen, bevor ich weiterarbeite. Ich bin eben nur ein Sterblicher. Ich habe zusätzlich verordnet, man solle Sie etwas ausruhen lassen und niemals Ihren Raum betreten. Sie können ohne Störung tagsüber schlafen und ohne Verdacht zu erwecken nachts arbeiten. Ich fürchte, hier ist alles etwas unordentlich, aber wenigstens können Sie hier Ihre Experimente selbstständig durchführen. Ihnen wird das offene Fenster mit dem Gerüst davor auffallen. Es ermöglicht Ihnen jederzeit unbemerkt im Krankenhaus ein- und auszugehen. Ich kann mir kaum vorstellen, wie fürchterlich neu verstörend all das für Sie sein muss. Glauben Sie mir. Ich habe genug über Ihre Spezies geforscht, um zu verstehen, was nun Sie nun durchmachen und fühlen müssen. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um Sie bei dieser Prüfung zu unterstützen. Seien Sie versichert, dass Sie mit all dem nicht alleine dastehen. Ich bin froh, dass Sie in dieser finsteren Zeit getroffen zu haben. Unsere zukünftige Zusammenarbeit wird sich sicherlich bedeuten, Früchte tragen. Willkommen in Pembroke, geschätzter Kollege. Wir sollten uns bald unterhalten. Mit freundlichen Grüßen. Hier könnte ich nochmal scrollen. Weiß ich nicht. Muss ich da erst hier so, ne? Ja, plötzlich geht's. Edgar Griffiths von Sea. PS, ich habe Ihnen einige Notizen über meine Entdeckung über Ekon dargelassen. Sie können sie lesen, wenn Sie eine Orientierungshilfe brauchen. Verwenden Sie dieses Wissen aber nicht, um mich zu übervorteilen. Über Ekon. Was ist Ekon? Artikel über Ekon. Es ist eine seltene Gelegenheit und beinahe ein Privileg, sich einem Vampir zu nähern, ihre faszinierenden physischen und psychologischen Merkmale mit wissenschaftlichen und rationalen Augen zu betrachten. Dies sind ein paar der interessantesten Fähigkeiten, die ich persönlich beobachtet habe. Während ich über die letzten 10 Jahre Vampire oder Ekons, wie sie selbst sich nennen, befragt habe. Übernatürliche Geschwindigkeit. Ein Vampir... Was steht da? Okay. Ein Vampir kann sich in jeder Lage wie ein Sterblicher verhalten und bewegen, aber ein geübter Blick erkennt, dass sie besonders scharfsinnig und sehr schneller als jeder Sterbliche reagieren können. In einigen seltenen Situationen, Furcht, Überraschung, Fluchtbedürfnisse sah ich, wie ein Vampir sich so schnell bewegte, als würde er einfach verschwinden und woanders wieder auftauchen. Das menschliche Auge kann ihren Bewegungen nicht folgen, wenn sie so schnell sind. Doch zaubern sie nicht und lösen sie sich auch nicht auf. Es ist nur ihre übernatürliche Geschwindigkeit. Für mich ist dies eine katzenartige Eigenschaft. Sie können so schneller und weiter als wir rennen, springen und ausweichen. Ich habe weiterhin bemerkt, dass sie diese Geschwindigkeit erschöpft und dass sie an physikalische Grenzen gebunden sind. Mesmerismus. Eine der mächtigsten Fähigkeiten der Vampire ist es, sterblich dazu zu zwingen, ihnen zu gehorchen. Ich nenne dies Mesmerismus. Es hat aber nichts mit den Fähigkeiten der Sterblichen zu tun, ein Subjekt in einen anderen mentalen Zustand zu versetzen. Ein Vampir kann den Willen eines Sterblichen beliebig beugen und sogar brechen. Ein Vampir, den ich befragte, sagte mir, dass je mehr sich ein Subjekt wehre, desto dauerhafter wäre der Schaden, da ein Vampir wortwörtlich die Psyche des Opfers zergliedern kann. Derselbe Vampir erklärte mir, es bräuchte Zeit, diese Fähigkeit zu meistern. Je nach Subjekt könne das Ergebnis außerdem stark variieren. Eine falsche Erinnerung einpflanzen, eine schmerzhafte löschen. Die Möglichkeit sei unbegrenzt und beängstigend. Gespür für Blut. Dies ist wohl die schädlichste aller Eigenschaften, da aus ihr so viele Tragödien für die Vampire und für uns entstanden sind. Vampire gieren nach Blut. Sie müssen sich mit ihrem Willen selbst unterdrücken, um nicht fieberhaft jedem Tropfen Blut nachzujagen, dem sie gewahr werden. Es erhält sie aufrecht. Nur durch Blut können sie über ihre übernatürlichen Fähigkeiten voll ausschöpfen. Obwohl er nicht durch Unterernährung oder Durst sterben kann, kann ein ausgehungerter Vampir sehr schwach sein. Dieser Trieb, dieses Verlangen nach Blut erklärt ebenfalls, warum es Vampire derart in Erregung ersetzt. Ein Vampir gestand mir, der Geruch und die Anziehungskraft vom Blut seien so stark, dass es ihn manchmal blind mache. Wenn er sich konzentriert, kann ein Vampir das Blut um sich herum fast sehen, in warmen Körpern, durch Wände hindurch, an vermeintlich sauberen Waffen etc.
Derselbe Vampir verriet mir, dass er sehe, ob Sterbliche gesundes Blut haben oder krank seien, und dass er in seiner Umgebung in manchen Fällen Krankheiten, infizierte Kleidung und blutige Gegenstände erkennen könnte. Sollte dies wahr sein, würde diese Eigenschaft in der Medizin unzählige Anwendung finden. Es wäre kaum zu glauben. Darauf hofft er also. Hab mich schon gefragt. The flower is dying. It needs water. Ja, dann schnappt der Wasser her, da will ich gerade noch nicht hin. Da auffüllen. So, 1000 EP. Schon wieder einiges. Erstmal absaven.